Hallo und herzlich willkommen in meinem Strick-Podcast. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin und wohne in der Stadt, die es nicht gibt, in Bielefeld mit meinem großen Hund und meiner kleinen Tochter. Und ich stricke sehr, sehr gerne, das wisst ihr. Wenn ihr nicht zum ersten Mal dazugekommen seid, dann freue ich mich, euch wiederzusehen. Wenn ihr zum ersten Mal da seid, herzlich willkommen. Ich hoffe, euch gefällt das, worüber ich hier spreche und was ich zeige. Und ich hoffe, dass ihr abonniert und wiederkommt. Und würde mich freuen, mich mit euch auszutauschen in den Kommentaren oder über andere Kanäle. Ich bin auch überall zu finden, wo man normalerweise so in der Strickwelt zu finden ist. Und zwar auf Instagram, Ravelry und Patreon unter Nava Mante. Das schreibe ich dann hier rein wie immer, beziehungsweise da steht alles eigentlich in der Beschreibung darunter, also unter dem Video. Und ich habe bald eine eigene Internetseite mit der Domain Nava Mante. Ich habe auch einen Etsy-Shop. Ich freue mich, wenn ihr mich, egal in welchem dieser auf welcher dieser Seiten besuchen kommt. Ja, und heute geht es ausschließlich um meine aktuellen Strickprojekte mit einer kleinen Ausnahme. Ich habe endlich die vierte Version meines eigenen Designs oder das vierte Musterstück sozusagen zu meinem eigenen Design fertig gestrickt. Das ist die First Impression Blouse, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr wiederkehrende Besucher seid, beziehungsweise wiederkehrende Zuschauer und Zuschauerinnen seid, ist sie am 14. August erschienen. Man kann sie auf Ravelry, auf Etsy und mittlerweile auf Lovecrafts kaufen. Im Moment gilt noch ein Einführungsrabatt von, ich glaube, 20% sind das. Auf Lovecrafts habe ich das nicht rausbekommen, wie man das machen kann, aber auf Etsy und auf Ravelry gibt es den entsprechenden Einführungsrabatt. Ich freue mich, wenn ihr mich unterstützt, beziehungsweise meine Designer-Journey sozusagen, also meinen Strickdesigner-Weg mit begleitet. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr meiner Patreon-Seite beitretet, also beziehungsweise Mitglied werdet auf meiner Patreon-Seite, die auch Nava Mante heißt. Das ist sozusagen so eine Art Strickclub online. Da teile ich nicht nur dieses Video ohne Werbeunterbrechungen und ohne andere eventuelle Beeinträchtigungen, sondern ich produziere auch extra Videos bzw. extra Inhalte, die nur auf Patreon zu sehen sind. Und da werdet ihr auch, oder wenn ihr beitretet, bekommt ihr dort auch alle meine Anleitungen, also die bereits erschienene Anleitung bekommt ihr ohne jeglichen Aufpreis. Sie ist im Preis der Patreon-Mitgliedschaft inbegriffen und meine kommenden Anleitungen bekommt ihr auch. Und ihr bekommt aber auch den Einblick in meine nicht nur aktuelle Projekte, sondern also aktuelle Strickprojekte, sondern auch aktuelle Strickdesignprojekte. Also meine Ideen, Entwürfe, meine entstehenden neuen Strickdesigns könnt ihr dort auch mitverfolgen. Und ihr würdet mich dabei, also durch den Beitritt würdet ihr mich unterstützen in Bezug auf, ich sag mal, Kontenerstellung, also in Bezug darauf, dass ich dieses Video weiterhin erstellen kann, dass ich mir die Zeit dafür nehmen kann, beziehungsweise vielleicht noch mehr Zeit dafür nehmen kann, um aus dem Hobby oder aus diesem wunderschönen Hobby noch ein wunderschöneres Hobby zu machen und mehr Zeit dem Thema widmen zu können. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf irgendeinem dieser Wege unterstützt. Falls ihr das nicht tut, ist auch in Ordnung. Ich biete trotzdem diese Videos an, solange ich noch was zu berichten habe und die Möglichkeit habe, das aufzunehmen und hochzuladen, mache ich das. Nur wie gesagt, auf Patreon bekommt ihr halt mehr als das, was auf YouTube zu sehen ist. Ja, und in meinem Etsy-Shop könnt ihr, wie gesagt, beziehungsweise wie noch nicht gesagt in diesem Video, könnt ihr Naturgarne kaufen. Und parallel erstelle ich aber meinen eigenen Shop unter meiner eigenen Domain. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr sehr viel ergänzen bei Etsy, je nachdem halt, wie das mit der eigenen Seite läuft,
sondern werde wahrscheinlich eher abwarten, bis ich meine eigene Seite habe, meinen eigenen Online-Shop launchen kann. Dann befühle ich halt den neuen Shop und da werden hoffentlich dann neue, andere Anbieter noch mit reinkommen. Da bin ich noch auf unterschiedlichen Ebenen und unterschiedlichen Wegen am Klären der Konditionen und ja, der Ideen. Grundsätzlich geht es mir aber beim Wollverkauf darum, Naturgarne in die Welt zu tragen, beziehungsweise mehr dazu beizutragen, dass Naturgarne, also nicht zu viel behandelte Garne, plastikfreie Garne, ja, verbreitet werden. Das ist eigentlich so meine Art, meine Mission sozusagen, eine Art Mission ist das für mich, weil ich selbst Naturgarne mag und weil ich aus unterschiedlichen Gründen, also ich mag nicht nur die Haptik davon, sondern auch den Hintergrund, die Entstehung, den nachhaltigen Aspekt. Darüber spreche ich jetzt heute nicht sehr viel. Es gab mindestens eine Folge, in der ich über Nachhaltigkeit im Strickbereich gesprochen habe und es wird noch andere Folgen geben, wo ich mich diesem Thema gezielt widme. Heute sprechen wir nur über meine aktuellen Strickprojekte. Und wie ich schon gesagt habe, habe ich jetzt die vierte Version meiner eigenen Strickanleitung, beziehungsweise, jetzt komme ich wieder durcheinander, ich habe das vierte Musterstück zu meiner eigenen Strickanleitung gestrickt und ich werde hier parallel ein kleines Video einblenden. Der Pullover liegt leider gerade ausgebreitet auf dem Boden und trocknet, wie ihr sehen könnt, weil ich erst gestern Abend fertig geworden bin und heute das Ganze eingeweicht habe und jetzt trocknet es, ist noch sehr, sehr nass. Ja, und die Idee bei der vierten Version war, wie ihr ebenfalls wisst, falls ihr meine Folgen davor gesehen habt, dass ich meine eigene Anleitung ohne das Lace-Muster nachstricke, die Zahlen komplett übernehme, aber halt das Muster weglasse, so dass man daraus, also aus der ursprünglichen Anleitung, eine universelle Anleitung zum Erstellen eines rundpassenden Pullovers für all die Größen, die ich dort habe, bekommt. Und das Ganze teste ich natürlich mit meiner eigenen Größe. Und ja, ihr habt gesehen, das ist ein leicht ausgestellter Pullover geworden. Ich habe den Körper leicht ausgestellt. Das ist in der ursprünglichen Anleitung nicht der Fall gewesen. Sie war gerade. Und die Ärmel habe ich auch leicht ausgestellt. Und die Ärmel sollen eigentlich 3/4 Ärmel sein. Ich habe mit Merino, mit 100% Merino gestrickt, Superwash behandelt, so dass ich den starken Eindruck habe, dass der Pullover ja richtig gewachsen ist nach dem Einweichen. Also waschen war es ja nicht, das ist eher Einweichen gewesen. Ich bin gespannt, wie das Ding sitzen wird. So auf den ersten Blick im Liegen sieht es so aus, als wäre das eigentlich genau das geworden, was ich haben wollte. Ich wollte einen locker sitzenden, aber nicht zu locker, also Oversized Pullover, also keinen zu großen, lockeren Pullover haben, sondern ich wollte halt eine Art Bluse oder Art Tunika vielleicht eher haben, die man einfach nur aus einem schönen Garn stricken kann, um das Garn zur Geltung kommen zu lassen. Beim Garn in diesem Fall geht es um handgefärbtes Garn von Süsle Rigette oder so. Das ist eine dänische Anbieterin. Und ich habe halt aus einem Merino Single gestrickt. Das ist, kann man das irgendwie lesen? Das sind 366 Meter auf 100 Gramm gewesen. Die Färbung heißt, glaube ich, Sprinkles. Jedenfalls steht das hier drauf. Und das ist diese, gut, das sah man natürlich im Pullover. Das ist übrig geblieben, das sind 30 Gramm. Das heißt, ich habe für meine Größe, Größe L, für einfach nur glatt rechts gestrickten, leicht ausgestellten Pullover 270 Gramm gebraucht, was ja eigentlich wirklich gut ist. Das heißt, wenn ich die Ärmel noch lang hätte haben wollen, hätte das reichen müssen. Ja, also ich müsste, also so müssten die Ärmel quasi hier enden, so wie ich es gestrickt habe.
Und das hier zweimal müsste man mit 30 Gramm gut stricken können eigentlich. Ja, was mache ich mit dieser Erkenntnis? Ich werde das Ganze verschriftlichen. Also ich werde die ursprüngliche Anleitung nehmen und sie so anpassen, dass man daraus halt einen rundpassenden Pullover stricken kann mit diesen Angaben und diese Anleitung als Update für die jetzigen Käuferinnen und Käufer quasi ergänzen. Ja, ich glaube, ich packe einfach quasi also die Anleitungen zusammen, aber in zwei Dokumenten, so dass wenn man die Anleitung kauft, bekommt man beide Versionen. Ja, man bekommt dann die ursprüngliche Anleitung mit Lace-Muster, mit langem und kurzem Arm, und man bekommt diese Anleitung ohne Lace-Muster, mit Dreiviertelarm und mit leicht ausgestelltem Körper. Aber man kann im Prinzip beliebige Modifikationen damit machen. Ja, also wenn man die Anleitung, also dieses Rezept, das ja damit entsteht, nimmt, dann kann man beliebige Modifikationen einführen und sie sind aber leicht umzusetzen, weil man alle Zahlen hat und weil man weiß, ja, in welche Richtung man gehen möchte oder halt gehen kann eigentlich. Ich hoffe, es ist klar geworden, wie ich es meine. Ich habe schon darüber gesprochen, ganz ausführlich. Ich habe ein Video zu der Anleitung gemacht. Das werde ich hier reinschreiben oder verlinken, wenn ich dran denke. Ich vergesse normalerweise auf YouTube diese Info, also diese Verlinkungen zu anderen Videos zu machen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie überhaupt irgendwie gebraucht werden. Ihr könnt mir gerne bitte in die Kommentare schreiben, ob ihr zu den Menschen gehört, die bei YouTube-Videos halt auf diese spontan oben links oder rechts entstehenden, sie heißen irgendwie Info-Links, klickt. Ja, ich stelle mir das so vor, wenn ich ein Video mir angucke und da kommt während eines Videos kommt irgendwie eine Verlinkung zu einem anderen Video, da klicke ich doch nicht drauf, weil ich bin ja dann raus aus dem laufenden Video und ich möchte ja in der Regel das Video zu Ende gucken, wenn ich schon mittendrin bin. Ja, bin mir nicht sicher, inwieweit das wichtig ist, aber ich schreibe auf jeden Fall hier, welche Folge das war, in der es ausschließlich um diese Anleitung geht. So, das war zu meiner Anleitung. Dann habe ich, naja, ein paar neue Sachen angeschlagen, logischerweise. Deswegen mache ich dieses Video auch, weil ich irgendwann Angst bekommen habe, dass wenn ich noch eine Woche warte, was ich eigentlich wollte, ich wollte ein paar, also zum Beispiel, dass der Pullover getrocknet ist, ich wollte noch bei ein paar Projekten weitergekommen sein, um sie zeigen zu können, damit es interessanter ist. Aber mit der Zeit merke ich, das wird immer mehr Stoff, über den ich sprechen möchte oder den ich euch zeigen möchte. Und das wird ausarten wieder mit der Länge des Videos. Also mache ich so eine Zwischenbestandsaufnahme zu meinem Strickleben. So. Ein weiteres Projekt, das ich zeigen möchte, ist ein Halswärmer oder ein Kaul in Neudeutsch oder wie auch immer man das nennen mag. Also so ein Rundschal, ich sag mal Halswärmer, in Runden gestrickt, den ich im Prinzip neu entwerfe, aber ich bin mir nicht sicher, dass ich das irgendwie als Anleitung herausbringe. Vielleicht aber doch. Also ist aber auf jeden Fall nicht als ein richtiges Design gedacht, weil ich das wirklich so, wie soll ich sagen? Also ich stricke und überlege während des Strickens, welche Muster ich mit reinnehme. Ich notiere eigentlich nichts. Ja, und das ist immer eigentlich eine schlechte Voraussetzung, um eine Anleitung zu machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Lamana GmbH, die sich ja auch in Bielefeld befindet und die so nett waren, mir ein paar Garne zur Verfügung zu stellen. Also sie haben mir zwei richtig große Pakete zugeschickt, vor Monaten schon. Die hatte ich auch in einer Folge vorgestellt. Einfach nur, also alle Lamana-Garne, die ich so da hatte, habe ich beschrieben, wie ich dazu stehe, was ich daraus gestrickt habe. Ich werde die Folge hier auch verlinken, falls ihr Interesse habt. Ich finde Lamana als Anbieter von kommerziellen Garnen im Prinzip sehr, wie soll ich sagen? Also ich mag Lamana Garne sehr. Ja, ich mag das Unternehmen
auch sehr, was zum Beispiel Kommunikation angeht. Ganz liebe Grüße an Petra und Benjamin an dieser Stelle. Und ich mag das Konzept vom Unternehmen, was Nachhaltigkeit angeht, was Umweltschutz bzw. Einhaltung von verschiedenen Standards, Ökostandards und so weiter angeht. Also wie heißt das? Fair Pay, also gerechte Bezahlung und so weiter. Also so verschiedene Aspekte, die hatte ich damals auch beschrieben, auf die gehe ich jetzt nicht ein, es geht nicht darum. Auf jeden Fall gibt es eine Art lose Kooperation, kann man das eigentlich nicht nennen. Also ein loses Verhältnis sozusagen zwischen mir als Strickerin, Podcast-Erstellerin und Designerin und Lamana als Garnhersteller. Und ich habe vor kurzem zum Beispiel Garne für ein neues Design bekommen von Lamana. Dazu komme ich irgendwann zu gegebenen Zeit. Ich habe schon angefangen, aber das Projekt ist noch nicht so weit, dass ich gut darüber berichten könnte. Auf jeden Fall habe ich halt eine Pullovermenge bekommen, mit der ich ein neues Design entwerfe gerade. Und ich habe diese drei Knäuel bekommen. Also die, einen mit einem stricke ich schon. Hier dieses grüne habe ich schon angefangen, aber im Moment stricke ich damit nicht. Ja, also ich habe diese drei Knäuel bekommen von Lamana Verona. So, Lamana Verona. Das ist ein Garn aus Merino Superfine, Silk, also Seide und Kaschmir. Das ist, was soll ich sagen? Natürlich ist das sehr weich. Also ich teste das Garn und ich glaube, mir wurde so angedeutet, dass man daraus Socken stricken kann, wegen des Seidenanteils, aber das Garn ist mir zu schade, um Socken zu stricken. Oder ich habe Petra falsch verstanden. Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm oder nicht so wichtig. Auf jeden Fall habe ich halt die drei Knäule gehabt und mir, ja, sehr intensiv, nicht sehr lange, aber sehr intensiv überlegt, was kann ich daraus machen, um das Garn erstens zur Geltung kommen zu lassen, um und das auch irgendwie an der Stelle zu verwenden im Strickstück, wo es Sinn macht, wo dieser Fall, also der Faden ist ja recht schwer, könnte man vielleicht sagen. Ja, also es ist, deswegen habe ich auch noch diese Assoziation mit der Alpaka, weil das Gestrick wird relativ ja schwer, ja, wie so Alpaka, also sehr drapey auf Englisch heißt das, also es fällt, er hat so einen Fall und so eine, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich glaube, wer versteht, was ich meine. Und deswegen finde ich das für Socken zum Beispiel gar nicht so richtig gut geeignet. Also stricke ich einen Halswärmer. So, lange Rede, kurzer Sinn. Im Moment sieht das so aus. Ich habe hier ein Bündchen und hier kommt dann ja, ein Zopfmuster mit diversen Elementen sozusagen. Ich bin ungefähr bei der Hälfte des ersten Streifens. Das wird in Streifen gehen. Ich werde einfach nur verschiedene Zopf- oder andere Strukturmuster nehmen, die man gut in Streifen nutzen kann, die auch hier zum Umfang passen oder zur Anzahl meiner Maschen passen. Und ja, ein Kaul für meine Tochter stricken. Ich muss mir dann genauer angucken, wie das Garn sich nach dem Waschen verhält, weil wenn sich das dehnt, dann ist es natürlich nicht richtig für meine Tochter, sondern eher für mich. Ich hoffe, das dehnt sich nicht oder dehnt sich minimal. Aber das ist auch mit der Grund gewesen. Ich glaube, ich mache das echt total unstrukturiert gerade. Meine Befürchtung, dass dieses Garn sich nach dem Waschen stark dehnen könnte, hat dazu geführt, dass ich mich für Zopfmuster entschieden habe, zum Beispiel. Ja, hier kann man so, also auch sehen, wenn meine Annahme richtig ist, wie man zum Beispiel, oder wie Garn, wie, ja, die Garn, ich habe echt Schwierigkeiten, mich auszudrücken gerade, wie die Zusammensetzung der Garne die Wahl der Muster, der Strickmuster beeinflussen kann.
wenn meine Annahme korrekt ist. Ja, ich werde das natürlich berichten, ob meine Annahme korrekt war. Auf jeden Fall stricke ich in Streifen. Also ich werde dadurch, dass ich mehr von dem weißen Garn habe, wobei das müsste eigentlich für zwei Kaus auch reichen, werde ich mehr von weißem, also von dem hellen Garn verwenden. Das ist die Farbe Nummer 1, nee, 0, genau, Farbe Nummer 0, also quasi Naturfarben. Und dieses Grüne ist die Farbe Nummer 3, ja. Das ist eigentlich eine ganz gute Wiedergabe der Farbe. Ich werde also die breiten Streifen aus dem naturfarbenen Garn machen und dann dazwischen immer die grünen Streifen ohne Strukturmuster und hoffe, dass das schön wird. Vielleicht ändere ich meine Meinung noch, aber auf jeden Fall wird der erste breite Streifen ein Zopfmuster in Natur. Und das Ganze mache ich unter anderem, um ein Buch zum Einsatz zu bringen bzw. auszutesten. Und das ist dieses Buch, das ich vor kurzem geschenkt bekommen habe. Kann man das so lesen? Vogue Knitting. Also das ultimative Maschenwörterbuch, also Stitch Dictionary. Das habe ich von meiner besten Freundin geschenkt bekommen. Sie guckt diesen Podcast leider nicht, weil sie selber nicht strickt. Wenn du gucken solltest, ganz, ganz, ganz lieben Dank für diese beiden Bücher. Ich habe beide Vogue Knitting Bücher bekommen in der aktuellen Ausgabe. Also einmal dieses Maschenwörterbuch sozusagen oder Maschenlexikon und das andere, wo... Also ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Auf jeden Fall geht es da um die Techniken. Die beiden Bücher habe ich mir schon lange rausgeguckt, weil ich der Meinung bin, dass ich sie brauche, gerade als angehende Strickdesignerin. Ich habe natürlich viele Bücher zu Hause, aber ich mag Lexikone grundsätzlich sehr gerne in allen Fachbereichen. Mit denen kann man wirklich gut Ideen sammeln. Und so mache ich das bei diesem Kaul oder bei diesem Halswärmer, dass ich einfach nur quasi blättere. Ich gucke mal, wo ich hinblättern kann. Dass ich blättere und das, was mir gefällt, einfach dort implementiere. Nach der kurzen Prüfung, ob die Maschenzahlen so aufgehen. Zum Beispiel, das ist jetzt das Muster. Ich mache das mal so, dass man... So, das ist jetzt das Muster, das ich gerade stricke. Ja, und da gibt es wirklich alle möglichen Muster, angefangen von einfach nur Rechts-Links-Mustern. Ja, also ganz viele verschiedene schöne Sachen. So, also das sind jetzt zum Beispiel dieses hier gefällt mir ganz gut. Passt viel. Ja, vielleicht mache ich das hier auch, sogar die Farbe würde passen. Hier gibt es auch viele... Colorwork-Muster. Ja, ich zeige jetzt nur ganz kurze Ausschnitte. Und zum Beispiel ganz viele verschiedene Zopfmuster. Also hier so alles Mögliche auch mit Zöpfen. Das Buch ist groß, dick und sehr, also beinhaltet sehr viel. Und natürlich gibt es hier auch verschiedene Lace-Muster, also Lochmuster. Auch sehr schön und ganz unterschiedlich einsetzbar, wo auch immer man das einsetzen möchte. Das war dieses Projekt. Das zweite Projekt, an dem ich ganz intensiv stricke, ups, da ist irgendwas runtergeflutscht. Das zweite Projekt, an dem ich ganz intensiv stricke, ist, ich merke mir die ganzen Namen normalerweise nicht, Maxim Sweater von Paula Strickt. Das ist in schwarz-weiß ausgedruckt, ist aber auch schwarz-weiß eigentlich in dem Bild. Das ist von Paula Strickt, oder? Ja, genau, von Paula Strickt. Und ich habe mittlerweile ganz kurz, ich habe fast volle 3 Seiten gestrickt, sage ich mal. Und ich bin so, ich habe so viel, ja, 3 Seiten gestrickt. Also 3 Seiten der Anleitung habe ich hinter mir und ich bin gerade mal hier. Und das ist dieser
dieser Bereich so. Also die Nadeln sind zu kurz, aber ich habe quasi den Anfang des Rückens gestrickt. Ich habe, also der Pullover fängt hinten an. Man schlägt ganz wenige Maschen an. Das ist dann der Halsausschnitt. So hier, das ist der Hals hinten. Und dann strickt man mit Zunahmen, geht man so ein bisschen nach außen, so dass man ja immer mehr so an die Rückenform sich annähert. Und dann schlägt man die Maschen, dann hört man auf und legt die Maschen still am Rücken und schlägt aber an den entstandenen Rändern, beziehungsweise nimmt Maschen aus den entstandenen Rändern auf für die Vorderseiten, ja, und strickt sie erstmal getrennt. Dann irgendwann verbindet man das Ganze auch durchs Anschlagen von Maschen hier an den neuen entstandenen Rändern zu, noch nicht zur Runde, aber zu, ja, zu einem ganzen Stück und strickt ein bisschen, ja, so wie so ein Cardigan quasi vor, hin und zurück. Dadurch entsteht halt hier noch mehr Fläche und irgendwann fängt man jetzt, also ich bin jetzt so weit, dass ich angefangen habe mit den Zunahmen für die Ärmel. Und irgendwann bald wird das Strickstück vorne verbunden. Also es werden Maschen angeschlagen hier für den Rest des Halsausschnitts und dann wird alles in Runde gestrickt, bis irgendwann die Ärmel abgetrennt werden. Die Anleitung finde ich, also ich bin da noch unsicher, ob die Anleitung, ob ich die Anleitung gut finde. Ja, die Konstruktion ist erstens nicht ohne, das heißt für einen Anfänger vielleicht ein bisschen schwierig. Wenn man aber alles nach und nach durchgeht, müsste das schaffbar sein. Ich vertue mich ständig bei der Anzahl der Maschen hier vorne. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich mache eigentlich alles Schritt für Schritt und trotzdem kommen bei mir am Ende andere Maschenzahlen raus. Das ist, macht mir nichts aus. Grundsätzlich macht mir das nichts aus, wenn irgendwie hier und da mal eine Masche nicht vorhanden ist oder umgekehrt eine zu viel. Das kann ich dann normalerweise in den nächsten zwei Reihen ausgleichen. Oder es ist nicht schlimm, weil dann sind halt hier die, wie heißt das, die Schulterpartien vielleicht ein bisschen schmaler. Dadurch ist entweder, fängt entweder der Ärmel eine Masche oder eine Reihe höher an oder ich habe einen breiteren Halsausschnitt. Beides macht natürlich bei so kleinen Mengen an Maschen überhaupt nichts aus. Ja, das müsste eigentlich kein Problem sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob das an mir liegt oder an dem, wie ich die Anleitung verstehe. Ja, also dass ich mich nicht verzähle, sondern ich mache ja alles, wie ich denke, dass in der Anleitung steht, aber vielleicht verstehe ich irgendwas nicht hundertprozentig richtig. Genau. Was ich aber sehr gut finde in der Anleitung, ist zum Beispiel, dass hier und da wirklich so Fotos zu den Zwischenschritten auftauchen. Ja, also hier sieht man genau das, was bei mir noch kommt. Ja, man strickt jetzt erstmal so diese Partie hin und zurück und irgendwann verbindet man hier vorne und strickt dann in Runden. Das finde ich dann wiederum gut. Das ist auch bei den, zum Beispiel ist das auch hier vorher so gewesen. Ja, also man hat zuerst dieses Teil gestrickt, dann hat man hier eine Schulterpartie vorne angeschlagen, dann macht man die andere, ja, und dann bekommt man das. Man strickt halt quasi hier erstmal getrennt voneinander und dann irgendwann schlägt man hier Maschen an und strickt das alles zusammen. So, daran arbeite ich gerade. Ich finde die Konstruktion einerseits wirklich spannend und freue mich sehr, sie zu lernen. Ja, gerade so mit meinen Ambitionen als jemand, der neue Strickdesigns entwirft, finde ich das so wichtig, dass ich solche Konstruktionen lerne oder ausprobiere. Ich muss aber sagen, dass ich wahrscheinlich nicht bald so einen so ähnlich konstruierten Pullover rausbringen würde, weil ich denke, dass das für viele Strickerinnen vielleicht zu herausfordernd ist. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man grundsätzlich immer alles einfach hat, aber ich kenne mein Leben. Ich freue mich ganz häufig auf
Konstruktionen und auf Strickstücke, die ich ja quasi mindless oder so beim, weiß nicht, Fernsehen, Sprechen, Telefonieren oder wo auch immer stricken kann. Und das ist erstmal die Zielgruppe, die ich für mich ausgesucht habe. Also ich habe mich quasi mich selbst als Zielgruppe ausgesucht. Zum einen kann ich das gut entwerfen, weil ich weiß, was meine Anforderungen sind. Und zum anderen hoffe ich, dass sowohl die Anfängerinnen als auch fortgeschrittene Strickerinnen meine Strickanleitungen gut finden und spannend finden zum Nachstricken, weil sie nicht zu kompliziert sind. Ja. Ich hoffe, das ist klar, wie ich es meine. Aber ich finde das, den Pullover trotzdem cool und die Konstruktion auch und freue mich halt weiter dran zu stricken, vor allem, weil jetzt quasi der einfachere Part schon gekommen ist und irgendwann ist es dann halt in Runden und ganz einfach. Deswegen lohnt es sich auch, das hier auf sich zu nehmen. Ich stricke mit einem wunderschönen Garn. Das ist auch der Grund, warum ich angeschlagen habe. Ich habe mir dieses Garn angeguckt seit einem halben Jahr ungefähr. Ich habe es ungefähr vor einem halben Jahr gekauft. Und ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich daraus stricken kann. Und irgendwann dachte ich, nee, jetzt suche ich mir eine Anleitung aus und stricke das an, weil ich will halt einfach unbedingt daraus stricken. Und das ist ein relativ dickes Garn. Ihr kennt das alle. Das ist Knitting for Olive Heavy Merino. Heavy Merino, doch, muss mit englischer Aussprache ausgesprochen werden. Ja, also Knitting for Olive. Und das ist Brown Nougat. Also braun, das ist echt schwierig, wenn es will auf keinen Fall scharf werden. So, auf jeden Fall die Farbe 91310. Das ist nicht Non-Superwash, also nicht Superwash behandeltes Merino-Garn. Das ist einfach nur traumhaft, ja. Also das anzufassen ist wirklich angenehm. Ich glaube, das wird mit dem Waschen noch weicher. Also das ist überhaupt nicht kratzend, überhaupt nicht. Das ist aber so ein bisschen trocken, ja, also so ein bisschen fester. Und das Gestrick ist auch, so als wäre es nicht gewaschen, was es ja auch nicht ist. Ja, also so ein bisschen fester, so ein bisschen wie Leinen, das noch nicht gewaschen ist. Ups. Und ich stricke, wie gesagt, aus dieser Farbe und ich werde Streifen machen, weil ich nicht genug von dieser Farbe habe. Und die Streifen werde ich aus diesem Garn machen. Also auch Knitting for Olive, Farbe Elderflower 94049. Ja. Ich hoffe, beide zusammen reichen, weil davon habe ich nur 4 Knäuel. Habe ich irgendwann im Ausverkauf gekauft und davon habe ich, also von dem braunen habe ich 9 oder 8 und hoffe, dass mir 12 oder 13 Knäuel reichen für die Länge, die ich dann haben will. Aber normalerweise brauche ich weniger als in der Anleitung angegeben, bei allen Anleitungen. Wirklich bei allen. Ich weiß nicht, was bei mir anders ist. Ich stricke übrigens auch, wobei das ist jetzt nicht so überraschend. Normalerweise soll gestrickt werden mit 4,5 Nadel. Ich stricke mit 5 und ich hätte auch noch 5,5 nehmen können, weil das Gestrick ist echt fest. Ja, für so einen großen Pullover kann man eigentlich auch noch ein bisschen lockerer stricken, aber ist in Ordnung so. Ich hoffe, dass nach dem Stricken das Garn so ein bisschen flüssiger wird, wenn man das so sagen kann. Aber ich freue mich sehr auf das Stricken. Das ist nicht aber. Ich freue mich einfach sehr auf das Stricken. Das verstrickt sich sehr schön. Leider wird auch sehr schnell leer. Das ist mein erstes Knäuel, wo ich noch dran bin. Das sind, glaube ich, auch keine... Das sind 50 Gramm. Ja, das sind 50 Gramm Knäuele mit 125 Meter auf 50 Gramm. Das letzte Projekt, das ich heute zeigen möchte, ist meine Granny Square Decke, an der ich weiter häkle. Ja. Sie ist mittlerweile so groß, also so klein, so groß, also ungefähr, fast ungefähr die Größe einer Babydecke. Ich mache einfach nur ein Square. Ich mache nicht 1000 Quadrate und häkle sie dann zusammen oder aneinander oder wie auch immer, sondern ich mache halt einfach nur ein riesiges Quadrat. So. Ich finde, die Farben sind cool. Ja. Das ist die Decke.
Die ist natürlich aus Resten gestrickt, also aus Restgarnen. Und ich betrachte sie, habe ich ja schon gesagt, als ich das erste Mal über diese Decke gesprochen habe, als so eine Art Erinnerungsalbum in Strickform. Ja, weil bei jeder Farbe oder bei jedem Garn, das ich hier einfüge und solange ich halt den entsprechenden, ja, die entsprechende Runde häkle, denke ich oder erinnere ich mich zwangsläufig an das, was ich damit gestrickt hatte ursprünglich oder wo ich das Garn gekauft habe oder warum ich das vielleicht nicht verstrickt habe und so weiter. Hier ist zum Beispiel auch, sind die Reste von dem Garn, aus dem ich meine zweite Kurzarmvariante meiner First Impression Blouse gestrickt habe und so weiter. Also ganz verschiedene Garne und ja, so diese sentimentalen Gründe machen diese Decke für mich nach wie vor sehr attraktiv. Also ich stricke nicht mehr so intensiv, wie ich es am Anfang getan habe. Ich häkle nicht so intensiv, wie ich es am Anfang getan habe, aber ich mache da jeden Tag vielleicht oder alle 2 Tage 2, 3 Runden. Und ich möchte mich unbedingt bei einer Zuschauerin bedanken, die mir Adi Häkelnadeln empfohlen hat. Ich meine, ich hatte das angesprochen oder nicht. Auf jeden Fall habe ich ja so eine ganz alte Häkelnadel gehabt mit so einem Metall, mit der Metallspitze und habe in einer der Folgen gefragt, ob mir jemand Häkelnadeln empfehlen kann mit Holzgriff. Und diese Häkelnadel ist mit Holzgriff, liegt wirklich gut in der Hand. Ich kann damit viel länger stricken oder häkeln als mit meiner ursprünglichen Häkelnadel. Ich guck mal, ob ich sie noch habe. Ich bin da so sehr sparsam, was solche Sachen angeht, glaube ich. Ich habe sie bestimmt behalten. Genau, zum Vergleich. Meine Häkelnadel ist älter als ich. Ja, also hier sind die Spitzen. Sie wurden übrigens in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Zeitaltern angefertigt, aber man sieht, der technische Fortschritt ist bei, so, wir haben hier übrigens einen Gast. ja, alles gut, ja, genau. So, geh auf deinen Platz. Ja? Nee, er möchte doch nicht auf seinen Platz. Er möchte hier dabei sein. Ich muss auch schon Schluss machen, so langsam, weil meine Pause vorbei ist. So, möchtest du zu uns? Möchtest du zu uns? Ja, komm. So ist fein. So ist fein. So riesig ist er. So ist fein. So, heute hat er uns richtig besucht. Bruno, geh auf deinen Platz. Ja, geh auf deinen Platz. Nee, er möchte nicht zur Ruhe kommen. Ich muss aber, wie gesagt, ich wollte nur zum Vergleich zeigen, also der technische Fortschritt schlägt sich bei Häkelnadeln offensichtlich nicht nieder. Ist aber nicht schlimm, also diese war schon hier gebrochen und wurde repariert, aber ist natürlich zu kurz, um lange damit zu arbeiten. Da hat mir die Hand wehgetan, irgendwann. Jetzt trinkt er. Genau, diese liegt super in der Hand, kann ich nur empfehlen, ist eine Adi-Häkelnadel. In meinem Fall häkle ich ja Dikegarne oder zweifädig gehaltene Fingering Garne und die 4 mm, die ich hier habe, passen perfekt. Ich habe nur diese eine gekauft. Ich brauche, also habe kein Set oder sowas gekauft, weil ich nie so viel häkle. Ich würde sagen, das ist ein guter Überblick darüber, was ich gerade so mache. Ich habe natürlich noch weitere 30 Projekte oder so und das ist keine Übertreibung, aber das sind meine Lieblingsprojekte im Moment, neben den 2 Designprojekten, an denen ich auch arbeite, die auf meiner Patreon-Seite zu sehen sind, nur für Patreon-Mitglieder. Das ist noch ein Grund, um der Seite beizutreten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Die Idee, das Video heute zu machen, ist sehr spontan entstanden und ich hoffe, ich werde bei dem Bearbeiten des Videos noch alles Überflüssige rausschneiden. Zwischendurch musste ich nach unten laufen und die Tür aufmachen und so weiter. Und der Hund hier ein bisschen. Aber ja, das ermöglicht mir, diese Woche noch ein weiteres Video hochzuladen, denke ich, wenn ich es mit der Bearbeitung so zeitlich schaffe. Ich würde mich freuen, wenn ihr, falls ihr das noch nie gemacht habt, abonniert,
und auf die Benachrichtigung klickt, kommentiert, das Video teilt, vielleicht mit jemandem, der auch Interesse an Strick-Content hat, und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen.